Und wenn ich befreit bin, werde ich lachen, bis die Meere kochen und die Berge beben. Ich werde warten, doch nicht lang. Au, ein bisschen besiegen. Okay. Krieg ich hin. Habt ihr mit jemandem gesprochen? Ach, ja. Ich habe von dort drüben alles mit angesehen. Ihr wart wie eine der Erstgeweihten. Kehrt zur Halle der Erstgeweihten zurück, wenn ihr soweit seid. Und lasst uns nicht warten, ja? Der mystische Hammer. Ich weiß nicht, wie ihr ihn geschmiedet habt oder welche Magie in ihm ruht. Aber ich weiß, dass er funktioniert hat. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. An Rubesin? Er ist tot. Genau dort drüben. Selbst Eragon wäre beeindruckt. Zur Halle der Erstgeweihten. Ja, zur Halle. Kommt einfach dorthin, dann werdet ihr schon sehen. Okay. Die Halle der Erstgeweihten. Da müssen wir zurück laufen. Kommt nicht zu spät. Nein, nein. Aber ich wollte ihn nicht töten, Quinn. Weil Quinn finde ich toll. Also nicht Quent. Nee, das heißt ja Quent, das Spiel aus Witcher. Das Kartenspiel. Das wird schon auch so ein E-Sport-Case werden. Mann. Was hier alles, was da immer als E-Sport gilt. Tetris den Mist auch? Oder Mau Mau? Keine Ahnung. So. Ein Gold, hallo, geht's noch? Pfff, das lohnt ja gar nicht mal aufzuheben. Ja, aber ich wollte jetzt nicht töten. Oder hätte man dann weiteren Handlungsstrang mitkriegt. Ich weiß nicht, aber ich wollte nicht töten. Macht mich zu eurem Instrument. Naja, mal gucken. Wir müssen ja nicht immer jeden Case mitmachen. Na, sag ich nicht, wir kommen von da oben wieder runter. Ich überlege gerade, neu laden oder nicht? Aber ich will dem Typ eigentlich nicht. Ach, ansonsten kämpfen wir irgendwann gegen den. Ist aber egal. Frittiert man halt wieder. Das Übliche. So, Weltkarte. Zip, zip. So. Juhu. Müssen wir da durchlaufen. Immer diese Laufwege. Ah, das fuchst mich jetzt gerade schon. Hätte man denn vielleicht doch? Ich weiß nicht. Tretet ein. Tretet vor die Ihr habt gewaltige Taten vollbracht. Ihr habt heller gestrahlt als Kervyns Klinge und den Staub von unserer glorreichen Vergangenheit gewischt. Ihr habt Gegner jenseits aller Vorstellungskraft gefällt und seid dabei den Prinzipien der Kriegsgeweihten treu geblieben. Und somit verleihe ich euch voller Stolz den kostbaren, erhabenen Titel einer Letztgeweihten. Mit einer Hand werden wir weiterhin dem Krieg geweiht und unserem hehren Bekenntnis als Söldner treu bleiben. Doch mit der anderen werden wir wachsam sein und jegliche Bedrohung durch die Niskaru zurückschlagen. Das war's. Letztgeweihte. Durch einen Sieg über Anru, Besin und seine Falangi auf dem Wolkengipfel hast du dir einen Platz in den Reihen der legendären Helden der Kriegsgeweihten erstritten. 1% Machtfähigkeit, 1 auf Machtfähigkeiten, 10% Vorderchancen gegen Niskaru und 6% Betäubungsdauer. Cool. Okay. Das Berggefängnis. Gut. Haben wir das auch gemacht. Wunderbar. Gebietskarte. Ja, da brauchen wir jetzt wieder eine Aufgabe. Okay. Gut, müssen wir jetzt wieder was suchen. Ah, schon wieder questlos. Ah, questlos durch die Nacht. Und wir gucken mal hier kurz, ob es hier was gibt. Nö. Logbuch. Ach, geht ja mal nicht. Zu Cordan zurückkehren. Wo ist der? Na, Dessa. Okay. So, dann kann man das nicht als nächstes machen. Ich will jetzt die Quests hier mal nacheinander abgeben. Oder einen nach dem anderen schön abarbeiten. Hey, ich bin. Nur weil ich neu bin und langbeinig, heißt das nicht, dass ich jetzt so für Geld zu haben bin. Ja, hast schon richtig gehört. Ihr seid alle so kleine, notgeile Zwerge, du. Ja? Guck, er stimmt sogar zu.
Der stimmt sogar zu, der kleine Freak. Mach das Ding jetzt mal weg, das nervt. Ach, müssen wir da wieder hoch. Ne, warte mal, das war doch auf der Ebene hier. So, und die nächste rechts, links. Hallo. Ihr habt die Depesche gefunden. Aber warum würde Scholaren Ironcourt wollen, dass sie verloren geht? Sie hat sie doch in Auftrag gegeben. Es steht mir nicht zu, sie zu hinterfragen. Doch es wird sicher gewichtige Gründe gegeben haben. Bitte, Fremde, sucht Ironcourt und findet heraus, was hier vor sich geht. Adessa? Viele von uns nehmen einen weiten Weg aus unserer Heimat auf sich, um hier erfolgreich zu sein. Eine neue Stadt bietet auch neue Möglichkeiten des gesellschaftlichen Aufstiegs. Hm. Wo ist Scholarin Ironcourt? Ihr findet sie auf den Inseln. Vermutlich in der Basilika Gnostra. Konfrontiert sie mit den Informationen, die wir bezüglich der Depesche gesammelt haben. Okay, und wie ihr meint. Was ist? Es tut mir unendlich leid, aber ich bin einfach zu beschäftigt mit der zusätzlichen Arbeit, die mir Scholarin Ironcourt zugewiesen hat. Lasst es uns kurz machen. Wie ihr meint. Warum ist das schon markiert? Hä? Check ich nicht. Weil ich dachte, ich hatte noch so aufgabentechnisch noch was Relevantes dabei, aber gut, dann halt nicht. So. Ah, okay. Ja? Nein. Wie müssen wir jetzt langlaufen am besten? Ah, okay. Hier folgen die nächste links, vielleicht. Nee, das war zu. Boogie, oder schon wieder nur du Dackel. Was? Ja, ich hab gesagt, dass ich ein Dackel bin. Also so ein kleiner, komischer Hund. Ne? So, dann da lang und dann geht's wieder runter. Okay, das kriege ich hin. Ah, das hat mich noch schon interessiert. Ich glaube, der hat mal den Erfolg nicht gekriegt von den Kriegsgeweihten, ne? Ja. Guck, sagt er auch schon. Aber mich nervt manchmal echt, wenn man den. Halt, das ist meine Aufgabe. Mit Doktüne sprechen. Okay. Ja. War das denn vielleicht der, wo wir das Geständnis rausprügeln müssen? Ja. Ah, oh Gott, Alter. Ja, was? Ja, was? Ja, denn? Hei. Ah, Aufgabe. Dem Titel zufolge ist dies ein Kapitel aus den Memorien von Galenun Hegem, dem gnomischen Steinmetz, der Adessa entworfen und einen Großteil der Baumaßnahmen bewacht hat. Am unteren Rand der Seite befindet sich eine interessante Notiz, die andeutet, dass irgendwo in der Stadt ein Schatz versteckt ist. Das Buch nehmen. Okay. So, dann müssen wir jetzt nach hinten laufen. Schnitzeljagd. Essen wir langsam auch toll. Hallo. Templer, genau. Ihr seid am Leben. Welch unerwartete und ausgesprochen missliche Wendung. Was habt ihr erwartet? Zunächst einmal hatte ich erwartet, dass ihr in irgendeiner Sandgrube verrottet als Mahlzeit für die Aasfresser. Ihr müsst es verstehen. Ihr und ich, wir sind uns ähnlich. Alles, was wir wollen, ist, dass diese Angelegenheit endlich beendet ist. Euer Plan ist gescheitert. Ach wirklich? Ihr steht hier vor mir und bezichtigt mich gewaltiger Verbrechen und seid doch nicht in der Lage, auch nur einen Finger zu rühren. Also, wer hat hier die Macht? Nimm mal das. Sonst was? Erschlagt ihr mich, weil ihr von eurer mörderischen Wut überwältigt werdet? Das ist so typisch. Eure Art ist ebenso berechenbar wie dumm. Aber ich fürchte, ihr werdet feststellen, dass es ziemlich schwierig ist, mich zu töten. Was auf euch jedoch bedauerlicherweise nicht zutrifft. Greift mich in dieser Stadt an und ich werde mich nicht damit zufrieden geben, euch in Ketten legen zu lassen. Oh nein, ich werde euch den Scholaren in der Basilika übergeben, zu Forschungszwecken. Selbst hätte ich ja schwer zu töten. Meine lange Karriere als Förderer von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Belebung hat mir gewisse Vorteile eingebracht. Man könnte sagen, ich bin ein wenig widerstandsfähiger als die meisten eurer Gegner.
Ich muss zugeben, ich hätte nicht erwartet, dass ich Hughes mit euch verbünden würde, um mich zu erpressen. Sein Gewissen war eigentlich immer sein größtes Problem. Aber nun wird Ventrinio die Forschungsarbeiten am Quell übernehmen. Er hat keine derartigen Schwächen. Vielleicht werde ich ihm sogar euren Leichnam zur Untersuchung überlassen. Immerhin wart ihr ja seine Assistentin, als ihr das erste Mal gestorben seid. Es wäre bestimmt ein schönes Wiedersehen. Aber natürlich. Und es ist wirklich zu schade, dass ihr es nie erfahren werdet. Au! Hallo! So, dann verfolgen wir den Bastard doch gerade mal. So ein Arsch. Ich hab gedacht, ich quatsche hier schon mal ein bisschen mit ein paar Infos raus, du Reg aus dem Hundesohn. Wo bin ich denn? Wo ist der? Da! Ach Jungs, jetzt aber! Hört auf! Es reicht's aber hier gerade langsam. Könnt ihr mal kuscheln kommen? Danke! Ist sowas, komme ich in einem scheiß Ding hier nicht vorbei, ernsthaft? Renn doch mal, Kind. Mann. Günther, komm mal. Au. So. Oh. Ah, genau, jetzt blockt er, das war noch der Drecksack. Mann! Ernsthaft jetzt! Was ist eigentlich für eine Typio-Fall der Klei? So. Ja, jetzt müssen wir die Tibia killen. Gott, jetzt kommt her, Jungs. Wo fokussiere ich eigentlich immer denn? Was geht hier? Kind, der ist da drüber. Kann ich schon mal rennen? Danke. Verpisst sich immer von meinen schönen Attacke. Ja, genau, wieder kurz vorher. Leck mir doch Morsch. Wahrscheinlich das andere Viech. Ach, Moggele. Jetzt kill den mal hier. Ach Gott, ist hier, weg da. Ja Gott, und jetzt renn ich mal. So. Jetzt geh ich mal dem Dackel da hinterher, du. Hei.
Bastard jetzt. Hier, tschüss. Das wagt ihr nicht. Doch, das wage ich, du kleines Arschloch. Zack! Das hast du davon, Drecksack. Forum. Mann! Nun ja, Octien hat im Librarium ein Feuer gelegt und Attentäter angeheuert. Wenn das kein Schuldeingeständnis ist, weiß ich es auch nicht. Ja, es ist der Amal. Es steht außer Frage, dass wir Templer ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen müssen. Ist tot. Für die Offensichtlichen ebenso wie für die Heimlichen. Obwohl ihr entgegen meiner ausdrücklichen Anweisung gehandelt habt, wart ihr äußerst effektiv. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Danke. Davon gehe ich aus, falls er die Verletzungen überlebt, die er im Kampf erlitten hat. Ich habe bereits die sofortige Aussetzung all seiner derzeitigen Studien und Projekte angeordnet. Alle außer diesem geheimnisvollen Seelenquell vielleicht. Dieses Projekt bedarf einer eingehenden Überprüfung hinsichtlich seiner ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Ungeachtet dessen steht die gnomische Gesellschaft in eurer Schuld und wir bleiben niemandem etwas schuldig. Ich muss Vendrio finden, den Krieg unterstützen. Vendrio. Ventrinio Desellini. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Name bei dieser Angelegenheit eine Rolle spielen könnte. Doch. Wie es scheint, ist er dem Strick erneut entkommen. Ich nehme an, euer Freund Chola Hughes kann euch diesbezüglich weiterhelfen. Während ihr hier wart, haben ihn meine Leute bei der Bergung der Bücher beobachtet, die Octien verbrennen wollte. Doch nun entschuldigt mich bitte. Ein Templer hat seine Macht verloren und Adessas politische Geier kreisen schon. Grüße. Hallo, ich kann den nicht looten. Was benötigt ihr? Huge, was geht? Ich hätte wohl nicht davon ausgehen dürfen, dass Octien kampflos aufgeben oder Beweise hinterlassen würde. Welch eine Verschwendung. Einige der Bücher, die er verbrannt hat, waren Jahrhunderte alt. Aber glücklicherweise konnte ich ein paar von ihnen aus den Flammen retten. Gibt's etwas von Wert? Bücher interessieren mich nicht. Bullshit. Hallo. Oh ja, danke. Vieles davon ist wirklich wundervoll. Abhandlungen über das Wesen des Todes, unzählige Tabellen mit Autopsieauswertungen, aber nur ein Gegenstand, der tatsächlich von Wert ist. Octiens Tagebuch. Nach allem, was ich auf diesen Seiten gelesen habe, arbeitet Ventrinio auf einer Insel in Chluricon. Worauf warten wir? Ich fürchte, der dunkle Wald Chluricons verbirgt noch immer unsere Feinde aus den Reihen der Tuatha. Allerdings sagt diese junge Dame, Alun Shie, sie hätte eine Lösung für dieses Problem. Seid vorsichtig, wenn ihr bei Ventrinio seid. Er ist zweifellos ein Genie, aber auch schwierig. Er könnte versuchen, euch ein zweites Mal zu töten, nur um sicher zu gehen. Sein Verstand mag gefährlich sein, aber in ihm verbirgt sich auch das Geheimnis, wie man nach Alabastra kommt. Und das müsst ihr ihm entlocken. Okay, ihr könnt euch entscheiden, was müsst ihr eure Arbeit? Dann fragen wir danach. Bedauerlicherweise werden die Forschungsarbeiten am Seelenquell vorübergehend ausgesetzt. Octien hatte sie im Geheimen organisiert und die anderen Templer werden nun so viel wie möglich darüber erfahren wollen. Aber ich glaube nicht, dass ich währenddessen untätig sein werde. Jetzt, wo Octien aus dem Weg ist, wird Adessa wohl einen neuen Templer brauchen. So, Entwirrer, du hast Octien bezwungen, seine finsteren Pläne offengelegt und bewiesen, dass es oft ebenso wichtig ist, die Schicksalsfäden zu entwirren, wie sie abzumessen und zu spinnen. 5% Erfahrungsbonus auf Dauer. Sehr schön. Templer? Die Templer herrschen vom Forum aus und man kann in der Stadt nichts tun, ohne von einem von ihnen gefördert zu werden. Sie können mächtige Verbündete sein, aber man sollte tunlichst darauf achten, sie nicht zu verärgern. Tuatha? Die Tuatha sind eine radikale Splittergruppe der Feien. Sie sind wahnsinnig, blutrünstig und unsterblich. Selbst wenn sie sterben, kehrt ihre Essenz in ihre Heimat zurück, um später wiedergeboren zu werden. Sie hassen Sterbliche wie euch und mich und wollen uns vom Antlitz Amalus fegen. Ich kann nur vermuten, wie sehr sie die Vorstellung hassen müssen, dass auch Sterbliche wiedergeboren werden können. Lebt wohl. So, sehr schön. Hallo. Tschüss. Gott, war das eine Nervensäge. Scholarin Arkon konfrontieren, die Welle. Scholarin Arkon konfrontieren.
Was? Schon beides mal das gleiche, verstehe ich nicht. Egal. Es war für eine Aufgabe. Immer noch, zurück zum Absender. Okay. Er ist da oben. Okay. So, links, rechts, rechts, links. Lass sie mal einer an. Hallo. Ihr... Ich hatte gehört, dass jemand meinem untergebenen Kurdan hilft. Wie es scheint, hat er eine sehr wichtige Depesche verloren. Meine Hochachtung, dass ihr die Angelegenheit zu mir zurückverfolgt habt. Aber Kurdans Fehler ist schwerwiegend. Er wird für den Verlust der Depesche bestraft werden. Mhm. Adessa? Ursprünglich hatten die Scholaren diesen Krater entdeckt, randvoll mit außergewöhnlichem Potenzial. Während sie das Gebiet untersuchten, kamen immer mehr Ausrüstung und Leute hierher, bis eine Stadt geboren war. Ach schön. Basilika Knostra. Sie ist das Ergebnis von Jahrhunderten des Lernens. Hier fassen wir die Erfahrungen unseres Volkes zu Grundsätzen zusammen und schaffen somit ein Wissen, nach dem kommende Generationen leben können. Scholarin Arancourt. Mein Schwerpunkt liegt eigentlich im Studium der magischen Begabung im Zusammenhang mit der Volkszugehörigkeit. Aber aus irgendeinem Grund fungiere ich nun in Fragen der Feien und Alpha als Verbindungsglied zwischen Basilika und Domus. Gut. Ihr wolltet die Depesche, warum? Das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe die Depesche bei Kurdan in Auftrag gegeben, ja. Aber es war nicht meine Idee. Sie kam von weiter oben. Die Templer haben uns bei einer Abstimmung über den Krieg knapp überstimmt. Doch einige waren misstrauisch und verlangten diese Depesche von mir. Einem Templer muss gehorcht werden. Aber was kann man tun, wenn sie sich widersprechende Befehle geben? Also ließ ich die Depesche schreiben und Kurdan verlor sie. Da steht Kurdan also eine Falle. Das wird Folgen für Kurdan haben. Ja. Kurdan hat nichts zu befürchten. Wir werden ihn weiterhin im Domus beschäftigen. Aber dort wird er bis ans Ende seiner Tage bleiben. Ich muss sagen, ich hätte diese Weisheit nicht von euch erwartet. Ich bewundere euch, dass ihr eure Voraussicht nicht durch eure Überzeugungen trüben lasst. Mhm. Ich verstehe. Mann, da merkst du mal, der Zwerge, alles nur noch verlogene kleine Pisser, du, ist ja schlimm. Oder wollen die etwas sagen, dass kleinwüchsige Leute oder kleinere Personen so drauf sind? Nein? Warte, da lang. Boah, bam, 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 ey, das nervt manchmal. Na, la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 l
wird unser empfindliches Gleichgewicht gestört. Nachdem ich die Arbeit an der Garnison abgeschlossen hatte, begann ich mit dem Bau des Laboratorien. Begann ich mit dem Bau des Laboratorien. Jetzt wird ein Satz raus. Ach, Boogie, Mann. Manchmal du eine Lese günstig. Gott! Ganz falsch. So, da können wir hier nichts mehr machen. Dann gehen wir kurz mit zu der Tussi und klären hier mal ein paar Sachen noch ab. Hauen da ein bisschen aufs Maul. Was? Was? Oh Gott, immer hier mit deinen Texten hier. Oh, was ist das? Lasst mich in Ruhe. Ach, der? Ich kam hierher, um all die bekannten Gesichter und den Ruf der Darkvari hinter mir zu lassen. Redet nicht einmal mit mir. Weißfels? Ihr meint die Knochenstadt? Ist nicht gerade mein Lieblingsort, falls ihr es genau wissen wollt. Wenn euch die Hitze nicht umbringt, töten euch die Wachen. Zungas? Sie sind nicht so böse, wie manche denken, aber schlimmer, als ihr euch vorstellen könnt. Das beweisen meine Narben. Okay, dann tschüss. Ja, Gott hat sich ja nicht geliebt. Mann, das passiert, Junge. Ist wieder gehangen. Oh. Verfluchte Aufgabe? Tun. Was denn? Ihr seht aus, als hättet ihr ein wenig Zeit übrig. Na, geht so. Wollt ihr euch vielleicht ein paar Münzen verdienen? Weiß nicht. Laboratorien? Wir verarbeiten sämtliche Daten der Experimente. Ob sie nun intern oder auswärtig durchgeführt werden. Sobald sie zusammengetragen sind, leiten wir sie an die Basilica Gnostra weiter. Wer bist du? Ich habe die Aufgabe, die Ergebnisse unzähliger Experimente durchzugehen und sie zu präzisen Daten zusammenzufassen. So kann die Basilica Gnostra unsere Erkenntnisse dann besser einstufen. Okay, was braucht ihr? Noch nicht katalogisierte Bücher werden in mit Schutzzaubern versehenen Behältern aufbewahrt. Wenn ihr mir etwas Zeit ersparen könntet, würde ich euch gut dafür bezahlen. Alles, was ihr tun müsst, ist, euch den einzelnen Behältern zu nähern und ihre Schutzzauber zu bannen. Ich bezahle euch für jeden gebannten Zauber. Klingt gut, ich mach's. Hervorragend. Ich werde einige von ihnen nach oben bringen lassen. Sie warten dann im Alkoven im Obergeschoss auf euch. Wo sind die Behälter? Ihr findet sie im oberen Stock. Ich bezahle euch. Ja, okay. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss, noch eine Aufgabe. Mann, was ist denn hier los in der Stadt? Interessant. Größer als ich dachte, aber ihr seid als Versuchsperson geeignet. Was? Ihr seid der Gast im Sandsteingut, richtig? Ja. Andernfalls muss ich mich woanders umsehen. Wer bist du? Ich bin schon so lange Forscher in Odessa, dass ich gar nicht mehr weiß, wann ich damit angefangen habe. Es fiel mit dem Beginn meiner Studien zusammen, mit dem Anstieg der Magie. Laboratorien? Sie sind das große Versuchsgelände des Wissens. Hier kann ein Forscher eine Behauptung aufstellen, mit ihr experimentieren und die Ergebnisse dann bis zur Basilika nachverfolgen. Okay, Turm von Leicester? In der Stadt machen Gerüchte über die Arbeit dort die Runde. Mhm. Die Arbeit, die einen gewissen jemand mit einschloss. Was ist das für ein Experiment? Ah, jetzt geht's vorwärts. Dieses Experiment wird ein ganzes Jahrzehnt der Forschung abschließen. Es geht um die Beobachtung kinetischer Mana-Aggregation. Ich habe eine Reihe wilder Proben aus diesen Landen gesammelt. Für viel Geld. Ihr sollt sie bekämpfen, während ich euch beobachte. Wozu braucht ihr mich? Es gibt zwei Gründe. Zum einen stammt ihr nicht aus dem Hospitalis-Quartier. Das heißt, ich darf euch rechtmäßig als Versuchsperson einsetzen. Zum anderen wart ihr in Alistar. Leugnet es nicht. Ich habe genug in Erfahrung gebracht. Ihr wart mächtiger Magie ausgesetzt. Ja, na gut, dann helfe ich euch. Sehr gut, sehr gut. Ich will gleich beginnen. Bitte kommt in mein Laboratorium in der Mine von Odessa. Was ist denn da das Mine? Ein privater Bereich, in dem ihr die Proben bekämpfen könnt, die ich für dieses Experiment beschafft habe. Gut. Wenn das Experiment beendet ist, werde ich euch reich belohnen. Nun kommt, wir müssen aufbrechen. Ja, ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Was gibt's denn hier noch? Drittes Kapitel finden und Schutzzauberbann. Achso, das waren die Dinger. Gut. Hier schwer von. Wo geht's hier hoch? Da drüben? Ah, da drüben geht's auch. Sehr schön. Bin ich echt schwer gefragt, was wir alles machen müssen und tun sollen.
Das einzige Mensch hier auf dem Planeten, habe ich das Gefühl. Nö, ich möchte nur das. So. Thank you.